Was ist das? Hey Leute, Danny Burditch hier. Sorry, dass ich mein Intro nicht sage, aber ich habe ganz ehrlich im Video gar keinen... Oh, scheiße. Im Video dauert mir das viel zu lange und ich habe so viele Briefe bekommen. Das Problem war allerdings, ich weiß nicht, wie der Postbote das gemacht hat, aber es hat einfach nichts mehr reingepasst. Das war das Einzige und es wird alles runter, weil es so viele sind. Das Geile ist, dass dieses Mal mehr Pakete da sind, und zwar diese hier. Und ich bin so aufgeregt. Ohne Scheiß. Ich will eigentlich gar... Ich mache einfach auf jetzt. Ich bin so aufgeregt, Leute, ohne Scheiß. Ich habe mich nicht mal geduscht, das war mein Fitness. Ich habe das Gefühl, irgendwas Schlechtes ist da drin. Ich habe keine... Ich hab Gänsehaut! Snickers! Für die Leute, die es nicht wussten, natürlich mag ich Snickers. Zwar nicht genauso sehr wie Snickers Eis, aber Snickers Eis würde schmelzen. Vielen, vielen Dank. Wie heißt du? Anthony Gürke. Ja, danke. Hier noch... Wow! Noch ein Brief von ihm. Also ich muss sagen, ich bin gerade so glücklich, ne? Ich muss sagen, ich bin gerade auf Diät. Also werde ich nicht alles sofort aufessen, aber ich werde es irgendwie versuchen, in den nächsten 2 Wochen irgendwie in mich reinzuschlingen, weil es so geil ist. Hallo Danny, sorry, dass ich dir kein Snickers Eis mitgebracht habe, weil ich schmelzen würde. Deshalb habe ich dir nur Snickers mitgebracht. Ich wollte dir noch sagen, du machst sehr, sehr gute Videos auf beiden Kanälen, zum Beispiel bei Danny Jensen, Beyond the Souls oder hättest The Walking Dead gespielt. Mach weiter so. Ich wollte noch fragen, ob du ein T-Shirt von dir machen könntest, wäre echt cool. Du bist der beste YouTuber der Welt und Marseille ist scheiße. Dein größter Fan, Anthony Gürke 14. Danny, der Beste. Ich muss sagen, er hat darauf Snickers Eis, ich liebe deine Muskeln. Ich muss sagen, er hat echt eine klasse, gute Handschrift. Also, wenn man das mit meiner Handschrift vergleicht, die sieht aus wie Müll im Gegensatz zu der. Übrigens, eure alten Briefe habe ich da alle liegen. Ich werde die alle in eine Mappe einheften müssen, weil es einfach zu viele sind. Hier habe ich doch was bekommen von ihm. Wow, eine Zeichnung. Da steht irgendwie, kann ich euch mal zeigen, hoffentlich sieht man das. Da steht so drauf, Danny Jensen, The Walking Dead, The Last of Us, Happy Wheels, Minecraft, darauf Snickers Eis und so weiter. Danny Jensen, Burnage is the best YouTuber of the world. Oh yeah! Vielen Dank! Cooles Geschenk. Ich bin ganz glücklich jetzt. Mein Herz klopft. Oh, ich fühle mich echt richtig eklig, Leute, weil ich wollte einfach diese Pakete aufmachen. Ich hatte keine Zeit, um mich erstmal zu duschen, weil, ja, es ist einfach heftig, Mann. Was hier... Oh Gott, noch eins. Oh, was ist das? 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 Wow! Hallo Danny, ich liebe deine Muskeln, du bist einfach der Beste, deine Videos sind immer lustig und unterhaltsam. Könntest du bitte meine Hülle unterschreiben und zu mir schicken, würde mich sehr freuen. Okay, dann noch seine Adresse. In aller Liebe, Lukas. Ja, es ist wirklich immer ein bisschen problematisch, weil ich würde gerne alles unterschreiben, aber ich kann nicht alles zurückschicken. Ich wette, da ist noch wesentlich mehr angekommen, aber es war alles voll. Es war wirklich alles voll. Ich schaffe es einfach nicht, alles zurückzuschicken. Also es ist immer ein kleines Risiko, weil ich bin auch sehr unzuverlässig, muss ich dazu sagen. Und ich würde gerne... Was ist das? Ich würde gerne alles zurückschicken, aber es ist wirklich nicht möglich. Ich bin halt so aufgeregt, ne? Fühlt sich an wie so ein Penis, der nicht steif geworden ist. Ich meine, keine Ahnung. Ernsthaft? Dein Ernst? Lieber Danny, bitte ernähr dich gesünder, danke. Viel Spaß beim Lachen. Grüße bitte Chris, Jonas Glützer, Peter Müller, Vanessa Quack, Max Herrmann, Lappen, Klammer Lappen, Richard Schmidt, Erik Einsiedel, Paul Ptak, Prime Zero, Jonas Schneider, Der Lange Orange, Tim Schubert, Ledward. Lies bitte meinen Kanalname vor. Der steht in der Banane. Okay, es ist eine Banane. Ich habe eine Banane eingeschickt bekommen. Eine Banane. In der Banane war die Banane. Wo ist der Name? In der Banane drinne. Aber in der Banane drin, das wäre komisch, weil.
Also ich sehe keine. Ich sehe nicht, dass die Banane schon geöffnet wurde. Aber essen will ich sie irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Gut, ich packe sie erstmal hier hin, neben dem Snickers-Eis. Oh Gott, so viel. Also Leute, ich schaffe es wirklich nicht alles. Das ist zu viel. Oh mein Gott. Also ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, sagen wir mal so, dass ich auf jeden Fall alles, alles lesen werde. Ich werde alles lesen, egal ob es Tausende sind, bei so Sachen, werde ich alles durchlesen. Aber ich schaff's nun mal nicht im Video. Vielleicht kommt ihr im nächsten Video dran und ihr könnt mir auch sagen, zweimal einschicken, was ich immer öffnen werde, weil das für mich, weiß ich, liebe es einfach so. Das sind die, die größten Sachen, weil ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Obwohl, Geschenke sind es ja nicht wirklich und ich sollte mir auch nichts schenken. Aber ich liebe es einfach, Sachen aufzumachen. Ich liebe es, Ich bin immer aufgeregt und ich war auch zu Weihnachten und weiß nicht, ich mag es einfach. Und hier haben wir noch einen Brief. Wow. Ich weiß gar nicht, was soll ich... Okay, das behalte ich mal. Sieht ganz schön aus. Was haben wir hier? Gar nichts. Zum Zurückschreiben. Unterschrift. Er will ein Autogramm, dass ich ein Autogramm schicke. Hey Danny, ich bin 13 Jahre alt und wohne in der Schweiz. Ich bin ein sehr großer Fan von dir. Seit deinen 60k, also deiner Verarschenzeiten, bin ich ein treuer Abonnent von dir. Ich wollte immer werden wie du. So habe ich vor einem Monat mit YouTube angefangen. Mein Kanal heißt Frodo Games. Wenn man den Namen aber eingibt... Kommen aber andere Kanäle. Man muss also runterscrollen, bis mein Kanal mit einem Controller-Profilbild kommt. Würde mich sehr freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischaust und mir Verbesserungstipps zurückschreibst. Ich habe dir einen Umschlag in den Brief gelegt. Zwinker-Smiley. Wäre echt cool von dir, wenn du mir irgendwas zurückschreibst mit einer Unterschrift von dir. Mach weiter, wie du bist und lass es nicht unterkriegen. Du bist mein Idol. PS, du darfst den Brief sehr gerne vorlesen. Habe ich. Ach, da ist nochmal die Rücksendeadresse, alles klar. Ja, behalte ich auf jeden Fall. Wie gesagt, zurücksenden, paar werde ich zurückschicken, paar aber nur. Aber ich schaff's wirklich nicht jedem, das ist einfach nicht möglich. So, der nächste Brief ist der hier von Alexander. Übrigens, Alexander, der wird mit KS geschrieben. Alex mit KS, es gibt ja Alex mit X und Alex mit KS. Und er wird mit KS geschrieben. Irgendwie sieht das... Weiß nicht, wie sieht das komisch aus? Alex. Ich dachte, Alex wird nur mit X geschrieben. Was haben wir hier? Ah, ein dicker Brief. Er hat mir 2 Euro gegeben. Wieso? Geld müsste ich mir wirklich nicht geben. Aber lol. Okay, schau mal kurz. Einen Moment, ich will erstmal wissen, was er geschrieben hat. Okay, das ist nur... Oh Gott, ich komme hier durcheinander. Okay. Das packen wir jetzt mal hier hin. Die Umschläge, die werde ich nicht behalten, nur die Briefe an sich selber. Deswegen nicht wundern. Wow. Erstmal eine Snickers-Eiszeichnung, beziehungsweise nur Snickers. Hoffentlich kann man die sehen. Ich warte mal ein bisschen, bis es dann ein bisschen schärfer wird bei euch. So, erstmal das, ja, vielen Dank. Und dann... ja. hier, für Daniele. Daniele ist mein richtiger Name, deswegen... Hallo Daniele, mein Name ist Alexander, aber du darfst auch Alex sagen. Ich bin 12 Jahre alt und ein großer Fan von dir. Könntest du mir eine Unterschrift auf dem beigelegten Stück Papier machen? Ich wäre sehr glücklich, wenn du das machen könntest. Ich verstehe nicht, wenn man dich haten kann, denn du bist der beste YouTuber. Und könntest du mich auf Instagram verfolgen? Bitte folge mir. Mein Instagram-Name ist cr7-alex mit ks und ich gebe dir noch meinen PSN-Namen. Millie_Alexander7. Ich sage schon mal danke und bitte mach weiter so. Ciao, ciao. Ja, er hat mir 2 Euro zugegeben. Ich schätze mal, das ist so eine Art Spende. Ja, danke. weil ich habe in den letzten Kommentaren gelesen, weil viele junge Leute mir auch schreiben, dass sie gesagt haben, ja, ich wusste es, Danny Burnish hat nur junge Abonnenten, aber nein. Ich schätze mal, die Jungen, die schicken mir wahrscheinlich also Briefe zu, aber wenn ich mir zum Beispiel die Handschrift von dem einen oder sowas angeschaut habe, die sind dann definitiv auch älter. Aber ich muss sagen, ich habe schon richtig viele, auch 22-Jährige getroffen. Also ich denke so, bis 23 ist da alles dabei. Und nach meinen YouTube-Statistiken sind von 13 bis 18 Jahre der Durchschnitt. Also natürlich, ich denke aber persönlich, dass die jüngeren Leute mir einfach mehr einschicken. Weil, ich weiß nicht, wenn man jünger ist, ich schätze mal, dann schickt man einfach mehr ein. Das ist irgendwas... okay, das ist nicht von euch, das ist von irgendjemand anderem. So, ich werde noch ganz genau 2 Briefe öffnen, ich werde meine Augen zumachen.
Übrigens, wenn ihr auch Post einsenden wollt, Link in der, nicht Link in der Beschreibung steht meine Adresse und mein Postfach. Einfach die Postfachnummer eingeben und da könnt ihr mir irgendwas einschicken, was ihr wollt. Wo ich ein bisschen Mitleid mit habe, und zwar hat mir eine Black Ops 2 Hülle eingesendet. Aber es ist nie garantiert, dass ich die zurückschicke. Ich will ihm aber auch nichts klauen. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Dieb, wisst ihr? Bitte, sagen wir so, ich kann nicht garantieren, dass ich alles zurückschicke. Bei sowas ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, aber es ist halt, ich glaube, ihr könnt es verstehen, bei so vielen Briefen, es ist nicht so einfach. Ihr wollt gar nicht sehen, wie ich in meinem Zimmer aussieht. Alles voller Briefe. Okay, hier haben wir wieder was. Okay, noch ein Snickers. Wow, sieht nicht schlecht aus. Schaut euch das mal an. Snickers. Hey, Danny Burnich. Ich heiße Konstantin Kosti und bin 13 Jahre alt. Deine Videos sind voll geil und ich schaue sie mir schon voll lange an. Du hast mich dazu inspiriert, auch mal YouTuber zu werden. Ich habe ein paar Fragen an dich. Erstens, wie bist du auf YouTube gekommen? Zweitens, wie findest du das neue Call of Duty Advanced Warfare? Drittens, isst du gerade Snickers-Eis? Naja, die Fragen werden dann wohl beantwortet. Viertens, warum zockst du eigentlich Xbox und keine PS3? Fünftens, fährst du eigentlich Longboard oder sowas? Okay, das wäre schon gewesen. Wäre cool, wenn du den Brief in einem Video dann nehmen würdest, damit ich weiß, dass du den Brief gelesen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Autogramm zuschicken würdest. Ciao and I love Snickers. Meine Adresse, genau, dann seine Adresse. Okay, kommen wir kurz mal, ich beantworte die Fragen mal kurz. Ich bin auf YouTube gekommen, einfach aus Zufall, ich wollte nur Gameplays hochladen, mehr nicht. Wie findest du das neue Call of Duty Advanced Warfare? Finde ich schon mal, hat gute Ansätze, allerdings muss ich es selber gespielt haben, um mir meine Meinung zu bilden. Isst du gerade Snickers? Nein, im Moment nicht, aber könnte ich eigentlich gerade tun. Nur ich bin gerade mit dem Fitness fertig geworden, deswegen, ich würde diese Packung niemals wegschmeißen. Also ich werde die auf jeden Fall essen, aber wie gesagt, es geht nicht so schnell. Warum zockst du eigentlich Xbox und keine PS3? Ich zocke beides. Noch der PS3 zocke ich meistens Singleplayer-Spiele. Fünftens, fährst du eigentlich Longboard oder sowas? Nee, finde ich aber extrem cool. Und vielleicht mache ich es irgendwann auch mal mit einem Freund oder sowas. Weil ich finde es echt cool, mit Leuten dann Longboard zu fahren oder sowas. Aber ich schätze mal, das muss man noch ein bisschen üben, weil sonst könnte ich das Gleichgewicht gar nicht halten. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Brief. Ich werde nochmal... nehmen wir... das. Okay, alles klar. Hier, einfach so. Könnt ihr euch mal sehen. Und zwar steht hier oben Postfach und dann unten einfach Hannover 532. Ich hoffe, das kann man sehen. Falls ihr es nicht sehen könnt... Oh, guck mal, mein Armband. Ich habe ein neues Armband gekauft. Habe ich noch nicht abgemacht. Okay, das war's auch für heute dann mit den Briefen, weil sonst gehen die Videos immer zu lange. Jacqueline Claude. Okay, hier ist gar nichts mehr drin. Dann packe ich das mal hier hin. Bin ich gespannt. Kann ich mein Herz klopfen? Wow, ich finde Mädchen machen die Briefe immer schöner als Jungs, keine Ahnung. Hey Danny, du bist der beste und coolste YouTuber, den ich kenne. Auch wenn ich ein Mädchen bin, finde ich deine Videos einfach nur Hammer. Mach weiter so. Wäre echt mega geil, wenn du mir ein Autogramm schicken könntest. Gruß Jacqueline. Hier dann noch so ein Herzchen und Danny Burnich und so ein Snickers-Eis. Könnt ihr nochmal sehen, richtig schön. Ja, vielen Dank Jacqueline. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit der Post heute. Es gibt noch viel mehr leider, die werde ich alle vorlesen und einheften. Was ich machen werde, ich werde ein paar Wochen nochmal die vorlesen, die ich nicht vorgelesen habe und die mir gefallen haben, werde ich nochmal vorlesen. Und ja, am meisten freue ich mich natürlich über die Pakete, aber ich lese wirklich alle Briefe vor. Wow. Alter Schwede, wenn ich das so sehe. Ich würde gerne alles vorlesen, es sind so viele. Oh, schau euch das mal an. Alter Schwede. Und das ist nicht mal alles. Da hat einfach nichts mehr reingepasst. So, das Postfach ist wieder leer. Hoffentlich ist es morgen nicht wieder voll. Aber ja, vielen Dank fürs Anschauen. Das war's wie nennt man diese Serie nochmal? Die Post ist da, Nummer 2. Wer den ersten Part verpasst hat, beziehungsweise das erste Video, habe ich auch noch große Pakete bekommen. Die werde ich hundertprozentig öffnen. Also die großen Pakete werde ich zu hundertprozentig öffnen. Die kleinen schaffe ich leider nicht alle, weil man ja auch alles vorlesen muss, ne? Aber gut, genug der Diskussion. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, wenn ihr auch mehr davon sehen wollt. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!